Hoi und herzlich willkommen zu diesen Kurzvideos, wo wir miteinander auf eine Reise gehen, um Gott zu entdecken. Innerhalb weniger Minuten werden wir grosse Fragen stellen und wertvolle Schätze ausgraben. Es soll dich dazu anspornen, nachzudenken. Und es soll dich ermutigen, um weiter zu graben und noch mehr zu erfahren von unserem grossen Gott. Kann man der Bibel trauen? Nein, heisst es oft. Die Wissenschaft hat doch die Bibel schon längst widerlegt. Zu diesem Thema gibt es haufenweise Bücher. Ich habe heute zwei mitgenommen, die ich dir empfehlen kann. Die zwei Bücher behandeln unter anderem, wie es Sinn macht, in der heutigen Zeit auch an Gott zu glauben und der Bibel zu vertrauen und dem, was da drinnen steht. Für mich ist zwischen Wissenschaft und Bibel kein Widerspruch. Gott lässt sogar ein, in seinem Wort in der Bibel zu forschen und den Verstand einzuschalten und zu hinterfragen und nachzufragen. Aber die Bibel ist nicht einfach ein wissenschaftliches Buch. Die Bibel zielt darauf ab, uns zu verändern in unserem Denken, in unserem Handeln und in unserem Glauben. Wenn wir jetzt dieser Frage nachgehen müssen, ob die Bibel vertrauenswürdig ist, dann stellen wir uns drei Fragen. Die erste Frage ist, wie ist die Bibel überhaupt entstanden? Die zweite Frage ist, wie sicher ist die Überlieferung von der Bibel bis in die heutige Zeit? Und die dritte Frage ist, ist denn die Bibel wirklich von Gott inspiriert? Zu der ersten Frage, wie ist die Bibel überhaupt entstanden, möchte ich dir einen kurzen Abriss geben über die Bibel. Die Bibel besteht aus zwei Teilen, das Alte und das Neue Testament. Insgesamt sind da 60 Bücher drin. Im Alten Testament 39, im Neuen 27 Bücher. Die Bücher sind von 40 verschiedenen Autoren in ganz unterschiedlichen Situationen geschrieben worden. Und die Bibel ist während 1500 Jahren geschrieben worden. Das ist ungefähr von 1400 vor Christus bis 100 nach Christus. Das Schreiben ist in der Menschheitsgeschichte schon vor über 7000 Jahren entdeckt worden und seither immer weiter gepflegt worden. Das macht auch den Sinn, dass die ersten Autoren der Bibel damals schon ganz früh ihre Erkenntnis über Gott und ihre Gedanken, die Gott ihnen gegeben hat, aufgeschrieben haben. Sie haben die Autoren, die Geschichten und die Erlebnisse und die Erkenntnisse von Gott nach und nach aufgeschrieben, in unterschiedlichen Sprachen. Die Hauptsprachen sind Hebräisch und Griechisch. Und sie haben sie auf unterschiedliches Material geschrieben. Am Anfang war das zum Beispiel Stein. Später ist dann der Papyrus dazugekommen oder das Pergament. Und so ist das nachher wieder abgeschrieben worden, wieder auf neues Material und sehr genau abgeschrieben worden. Und so von Generation zu Generation weitergegeben worden. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Ist denn die Überlieferung von der Bibel sicher? Es gibt, wenn man über die Überlieferung von alten Dokumenten nachdenkt und nachforscht, gibt es immer ganz viele Abschriften, die man gefunden hat, auch in den letzten Jahrzehnten, die man ausgegraben hat und entdeckt hat, hey, das sind alte Abschriften, die vor langer Zeit geschrieben worden sind. Und zum Teil sind das Abschriften, die wir von der Bibel haben, die ganz nahe als Originalabfassungsdatum von den Autoren selber von der Bibel zurückreichen. Und wenn man diese Abschriften dann unter die Lupe nimmt und nachforscht, wie genau das die sind und vergleicht mit dem, was wir heute in unserer Bibel haben, dann sieht man, die alten Abschriften sagen das Gleiche aus und sind sehr genau wie die Bibel, die wir heute haben. Also kann man daraus schließen, dass die Überlieferung über Jahrtausende sehr genau passiert ist. Jetzt hat man von verschiedenen antiken Personen Abschriften.
Zum Beispiel von einem Cäsar hat man so alte Abschriften, wo man belegen kann, wie der Cäsar gelebt hat und was er gemacht hat. Die Anzahl von diesen Abschriften sind 10. Man hat 10 Abschriften vom Leben vom Cäsar. Zum Beispiel von Plato hat man 7 Abschriften. Von der Bibel haben wir über 5000 Abschriften, die uns belegen, dass das, was in der Bibel ist, vertrauenswürdig ist. Und wo man überprüfen kann, wie die Überlieferung in den letzten Jahrtausenden vonstatten gegangen ist. Und aus dem heraus sind ganz viele verschiedene Bibelübersetzungen entstanden. Ich habe da nur ein paar mitgenommen. Zum Beispiel eine Zürcher Bibel oder ein Neues Leben, eine Lutherbibel oder eine neue Genfer Übersetzung. Und die alle gehen zurück auf die alten Abschriften und werden in ihrer Übersetzung ins Deutsch oder ins Englisch oder ins Französisch werden immer wieder abgeglichen mit den Ursprachen. Und so unterscheidet sie sich von der Verständlichkeit in heutiger Sprache oder vielleicht eine ältere Übersetzung, wie man vor 50 oder 100 Jahren geredet hat. Aber es geht alles zurück auf die Urschriften, auf die Abschriften. Und dann kann man nachprüfen, dass es sehr, sehr genau geworden ist, was wir heute in der Bibel haben, dass das vertrauenswürdig ist. Wir kommen zum dritten Punkt. Ist die Bibel wirklich von Gott inspiriert? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, aber wir haben einige Hinweise, die in diese Richtung gehen und die das sehr stark untermauern. Der erste Hinweis haben wir in der Bibel selber. Im Neuen Testament, im Timotheusbrief, Kapitel 2, ab Vers 16, dort steht: Und auch dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt. Sie hilft, recht zu lehren, die Irrenden zurechtzuweisen und zu bessern. Und sie trägt dazu bei, die Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. Damit ist der Mensch Gottes gut ausgerüstet. Er ist auf alle Aufgaben seines Dienstes vorbereitet. Am Anfang steht da, dass die Schriften der Bibel sich verdanken am Wirken vom Geist Gottes. Im Urtext steht da das Wort eingehaucht. Sie sind eingehaucht worden von Gott. Das heisst, dass die Autoren auf Gott gehört haben und Gott hat ihnen Gedanken gegeben, hat ihnen Wort gegeben und sie haben das in ihren eigenen Wort niedergeschrieben. Der zweite Punkt ist das Big Picture vom letzten Video. Die Bibel über 1500 Jahre geschrieben, hat ein Big Picture, hat einen roten Faden durchdurch. Der dritte Punkt sind die Voraussagen, die die Bibel macht. In der Bibel heissen die Prophetien. Die Bibel macht haufenweise von diesen Voraussagen, die im Laufe der Menschheitsgeschichte genau so eingetroffen ist. Und die Bibel macht auch weitere Aussagen, so Prophetien, die jetzt noch nicht eingetroffen sind, die in Zukunft noch eintreffen werden. Die Bibel ist nicht wie jedes andere Buch. Wir haben es gesehen, die Bibel ist top bezeugt. Die Bibel ist super überliefert und sehr genau. Und die Bibel ist lebensverändernd. Gott will auch zu dir heute in dein Leben einreden. Lass es du zu. Ich möchte dich ermutigen, deine Bibel aus dem Regal zu nehmen, aufzuschlagen und vielleicht gerade im Johannesevangelium, das ist im letzten Drittel der Bibel, mal anzufangen zu lesen. Lass Gott zu dir in deinen Alltag einreden.